Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Gestern waren wir auf dem Feld und haben wir uns Erdbeer geholt. Weil was im Garten kommt, es kommt gerade mal fürs Kuchen, fürs Eisessen oder einfach so mal essen. Aber wenn man möchte gerne ein bisschen mehr Marmelade kochen, dann kriegt man nicht gleich auf einmal so viel Erdbeer, dass man Marmelade kocht. Und weil ich habe letztes Jahr die viele Pflänzchen neue umgepflanzt, dann sind die in diesem Jahr auch nicht so ertragbar, wie zum Beispiel wird das im nächsten Jahr. Und in meinem Playlist gibt es wirklich viele Rezepte für den Erdbeermarmelade. Und ihr könnt es einfach zu finden, wenn ihr auf meinen Kanal geht. Ja, auf mein Profil, dann geht die Seite auf und dann steht hier Übersicht, dann Videos, Shorts, Entschuldigung, Playlist. Ihr geht auf die Playlist und dann sucht ihr euch passende Playlist, was ihr gerade nach dem Rezept sucht. Und zum Beispiel, dann geht ihr bis zu Marmelade. Und wenn ihr auf Marmelade-Playlist geht, klickt ihr einfach ein und sucht euch irgendwelche Rezepte. Und hier habe ich wirklich viele Erdbeerrezepte mit anderen Geschmackrichtungen, mit Marzipan, mit Rum, mit Vanille einfach. Und heute möchte ich euch ein Rezept präsentieren, welches ohne Gelee-Zucker und sogar ohne Pektinzusatz kann man auch herstellen. Ich kenne von mir selber in Kasachstan überhaupt keinen Gelee-Zucker. Den Gelee-Zucker habe ich kennengelernt hier in Deutschland erstmal. Und wir haben früher immer nur mit dem Zucker gekocht. Und mit dem Zucker kann man auch mit weniger Zucker auch kochen, mit den bestimmten Technik. Und heute möchte ich euch zeigen, einfach mit einem Kilo nur Erdbeer mit weniger Zucker. Es kommt nach der Süße von den Erdbeeren. Wie süß sind und wie süß möchtet ihr gerne ihre Marmelade haben. Ich würde schon so sagen, für ein Kilo Erdbeer so 150, 200 Gramm schon nehmen Zucker. Wenn die nicht so süß, kann man bis halber Kilo gehen. Muss man nicht unbedingt 1:1 nehmen. Dann brauchen wir noch eine Bio-Zitrone. Und wenn ihr möchtet, für das Geschmack, kann man auch Vanilleschote dazu geben. Und das werde ich euch jetzt alles zeigen. Erstmal werde ich jetzt die Erdbeer 1 Kilo mehr abwiegen, die waschen, sauber machen. Wenn es vielleicht irgendwelche Druckstelle dir rausschneidest, die grünen Blättchen entfernen und dann zeige ich euch es weiter. So, die Erdbeer habe ich jetzt schon vorbereitet und jetzt geben wir ein paar Löffel von den abgemessenen Zucker. Ich habe jetzt hier nur 300 Gramm Zucker abgewogen, muss ich aber jetzt nicht alles reinmachen. Wirklich nur ein paar Löffel, zum Beispiel 3 Esslöffel wird schon reichen. Gut, verrühren, vermischen alles und lassen wir jetzt unsere Beeren zu ungefähr 3 Stunden ziehen. Ihr werdet das sehen, wenn es richtig genug Saft schon steht, können wir dann mal kochen. Aber so 2,5-3 Stunden, es wäre schon gut, wenn mal stehen lassen. Und dann ab und zu einfach mal so umrühren, dass die untere Beeren nach oben kommt und oberste nach unten, dass die besser können den Saft lassen. So, einfach zudecken und an die Seite stehen. So, es sind jetzt 2,5 Stunden vergangen. Schaut, wie viel Saft hat unsere Erdbeer gelassen. Und ich habe es alles umgepackt in ein höheres Töpfchen, weil beim Aufkochen, wenn das schäumt und hochgeht, in andere Töpfchen könnte es schief gehen. So, jetzt gehen wir ans Herd und köcheln unsere Erdbeer, so wie sie jetzt ist, ungefähr so 15 Minuten lang. Den Markt von halbe Vanilleschoten, was ich jetzt ausgekratzt habe, dann Saft von halbe Zitrone und dann werden wir mal probieren,
unsere sozusagen schon ein bisschen vorgekochte Marmelade, wie süß er ist. Und da könnt ihr nach eurem wirklich Geschmack anpassen, ob ihr das komplette Zucker braucht oder nicht. Weil es kommt nach der Süße von den Beeren. In meinem Fall habe ich hier 300 Gramm vorbereitet und nur 3 Esslöffel erstmal rausgenommen. Mal schauen, ob ich überhaupt komplette Zucker brauche. So, es sind jetzt erst die 15 Minuten vorbei. Schaut, wie köchelt das alles. Jetzt geben wir Saft von halber Zitrone, dann aufgekratzte Vanillemark. Und ihr könnt mal so ein bisschen probieren von dem Saft, wie es euch schmeckt. Bei mir, wie gesagt, die Erdbeeren haben nicht wirklich viel Süße. Die sind sogar mehr säuerlich als süß. Deswegen gebe ich jetzt von meinem vorbereiteten Zucker ungefähr die Hälfte. So, 8 Esslöffel habe ich noch dazu gegeben. Und köcheln wir jetzt weitere 15 Minuten. Der Sinn der Sache ist, dass es mir das Feuchtigkeit aus der Marmelade, aus den Beeren, wird verkocht. Und jetzt durch das Zitronenzusatz wird Pektin, was in Beeren enthalten ist, wird auch helfen, das unsere Marmelade einzudecken. Immer wieder umrühren, nicht vergessen, und köcheln wir die nächsten 15 Minuten. So, es sind jetzt wieder 15 Minuten vergangen. Schaut, wie köchelt es. Ich habe jetzt ein bisschen höher gestellt, dass es schneller kocht, dass es etwas schneller den Saft verdampft, weil es ist noch relativ sehr, sehr, sehr flüssig. Und jetzt probiert ihr bitte. Und wenn es notwendig ist, gebt ihr noch ein bisschen Zucker dazu, nach eurem eigenen Geschmack. Ich habe jetzt probiert und es diese süß-säuerliche gefällt mir. Und ungefähr noch 80 Gramm Zucker ist übrig geblieben, den lasse ich auch weg. Jetzt werde ich erstmal Beeren pürieren. Ich nehme es mal kurz weg. Es könnte noch ein paar kleine Stückchen von den Beeren natürlich bleiben. Oder püriert man richtig fein. Schaut, wie schön die Farbe ist von unserer Marmelade. Richtig schön dunkelrot. So, ich habe noch überhaupt keinen Schaum abgemacht von Marmelade. Und schaut, es ist kaum notwendig, den Schaum abzumachen, weil es kaum da was vorhanden ist. Jetzt hole ich den Teller aus dem Kühlschrank und machen wir eine Gelee-Probe. So, habe ich den Teller geholt. Nehmen wir ein bisschen mehr und machen mit so einem Schwung Marmelade oben drauf und schauen wir, wie es sich verhält. Es kann man sagen, fast, es ist schon okay, wenn es wird richtig kalt. Und was habe ich gemerkt? Wenn mal Marmelade kocht und am nächsten Tag gleich probiert, vielleicht ist es noch nicht richtig fest. Aber wenn nach einer Woche mal probiert, dann ist er richtig fest. So, ich lasse noch ungefähr so 5-6 Minuten noch so Sprudel kochen, aber unbedingt immer jetzt umrühren, weil wir jetzt die Beeren püriert haben. Und dann können wir schon in unsere saubere, sterilisierte Gläser abfüllen. Können wir auch danach noch einmal Gelee-Probe machen. Ich fülle dann meine Erdbeermarmelade in diese wunderschöne Gläschen als Erdbeer. Und die kann man bekommen bei Steffi kocht ein in ihre Shop. Und Link für ihre Shop steht unten in die Beschreibung unter dem Video. Und wenn ihr gerne möchtet, als Geschenk oder mit Brezel mitnehmen, mit so einem schönen Gläschen, dann schaut ihr mal da. Und ich habe wirklich sehr schöne Gläser für so eine Anlässe. Habe ich die richtig schön heiß abgespült und die Deckel auch. Und jetzt füllen wir unsere Marmelade ein. So, nach 5 Minuten können wir mal nochmal eine Gelee-Probe machen.
aber merkt man schon beim Kochen, dass es wird viel dicker. Und dann, wenn wir mit so einem Löffel gucken, dann merkt man, wie jetzt nicht mehr so schnell tropft die Marmelade. So, schauen wir nochmal. Nehmen wir die andere Seite von der Teller. Sieht schon richtig gut aus. Schaut ihr. Es kommt richtig langsam. Und Strich bleibt auch ziemlich lange da. Ich fülle schon die Marmelade in die Gläser ein. Es kann man natürlich einfach in so einen Behälter reinmachen und das auffüllen. Aber ganz ehrlich, ich möchte nicht noch mal Behälter dreckig machen für so wenig Marmelade. Deswegen mache ich einfach so, wie es immer gewöhnt. Schön voll machen. Die Marmelade immer auf niedrige Stufe auf dem Herd noch anlassen. Diese Gläschen zu und auf keinen Fall auf den Tisch stellen, sondern auf eine Unterlage. Mal schauen, was wir rausbekommen und wie unsere Marmelade dann später aussieht, wenn es kalt wird. Das werde ich euch natürlich zeigen. So, meine Lieben, sind wir wieder mal fertig. Ich habe jetzt diese 4 Gläschen rausbekommen aus dieser 1 Kilo Erdbeer. Es ist noch richtig warm, muss noch abgekühlt. Und diese kleinen Schälchen habe ich in den Kühlschrank gestellt, das euch mal schneller zu zeigen, wie es aussieht. Aber wenn es wirklich so ein paar Tage steht oder besser noch eine Woche, da wird ihr sehen, wie schön fest wird diese Marmelade. Schaut ihr. Es fließt nicht, es so pluppt. Das richtige schöne Brotaufstrich. Es muss auch wirklich noch richtig kalt werden. So, liebe Freunde, ich hoffe, es wird euch dieses Video gefallen und einer oder die andere wird das ausprobieren. Es kann man auch mit anderen Beeren das so kochen, nicht unbedingt mit Erdbeeren. Es ist wirklich auch viel gesünder als mit Gelee-Zucker, weil da sind so viele Zusatzstoffe, was wir gar nichts wissen. Und früher, unsere Omis und Uromis haben auch ohne Gelee-Zucker gekocht und das hat auch alles gut funktioniert. Ich wünsche euch ein gutes Gelingen, viel Spaß beim Einkochen und Vorräte anlegen. Ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!